Gandalf's upgrades. This was unforeseen, though it should prove useful in the challenges to come. The lost city of Aghata looms before him. I wonder if you know what truly lies ahead for you, Gabriel. What God has in store for you. The land of the Lycans. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. Und damit willkommen zurück zu Castlevania Lord of Shadow. Ja, wie wir schon jetzt gehört haben, müssen wir uns wohl gleich diesem Lykaner Lord stellen. Mal sehen, ob ich da auch wieder so richtig schön versorge wie bei diesen Titanen, ne? Mhm. Was denn dann? Ah ja. Warzenschwein reiten. Drücke RT, solange das Warzenschwein betäubt ist, um abzusitzen, ja. X oder Y im Nahkampf auf aus. Drücke den linken Stick in Richtung der Feinde auf die Warzenschweine kommen aus Rammböcken. Wer hätte das gedacht? Gut, so kommen wir da durch. Ja, ist egal. Das war's schon. Ja, würden. Okay. Armes Warzenschwein. Können wir es nicht einfach freilassen? Wie grausam. Vor mir lauern Lykaner, hinter mir Warzenschweine. Geben die Gottlosen niemals Ruhe. Ich habe beschlossen, mich hier zu verstecken, bis die Luft rein ist. Denn an diesem Ort wimmelt es nur so von den Jüngern des dunklen Fürsten. Zudem finde ich einfach keinen Weg, der in die Stadt hineinführt. Es fällt mir schwer, mich in dieser Umgebung zurechtzufinden. Es sind dazu wohl Fähigkeiten erforderlich, die ich offensichtlich nicht besitze. Ich bin so hungrig. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Armer Ritter. Wir finden eine Lücke. Da geht's doch sicher irgendwie hoch, da muss man sicher was machen oder so. Denke ich. Ich habe meine Kampffertigkeiten geübt und habe entdeckt, dass ich meine Konzentration steigern kann, wenn ich oft blocke. Das macht sich wirklich bezahlt, denn ich kann jetzt viel schneller fokussieren und so meine Magie während des Kampfes stets aktiv halten.
Warum schreibt einer sowas? Das schreibt doch keiner. Da wird es aber auch runtergehen, oder? Ja, es geht auf jeden Fall runter. Drücke X oder Y, um mich von der Wand abzustoßen und dann loszulassen. Okay. Ah, nice. Soll nicht da durchkommen. So, weiter jetzt. Das für einmal. Nasenbier. Oh. Größerer Nasenbier. Hebe ich mir das auf? Ich glaube, ich muss ihn vorhin benutzen jetzt. Jede Kreatur ist für eine bestimmte Waffe besonders anfällig. Wer ein bisschen überlegt, kann die Schwachstelle einer jeden Kreatur erraten und dieses Wissen gegen sie einsetzen. Ich werde mir ein paar Notizen machen, um mir das alles zu merken. Eine Art Bestiarium, das mir zu jeder Kreatur sagen kann, was ich wissen muss und wie ich sie am besten besiegen kann. Wirklich hilfreich? Bäh. Ja, gut, dann kann ich mir das Robot holen. Ich dachte jetzt, vielleicht geht der Bosskampf hier los oder sowas. Mit dem Nasenwehr oder was auch immer da auf uns zukommt. Hast du schon Foto gemacht? Drüber. Noch nicht. Okay. Werde ich wohl noch stärker und dann kann ich das kaputt machen. Was ist das? Aha.
Schau ich doch im Leben nicht drüber. Ja, gut, probieren wir es heute mal. Oh, okay. Das sieht mir jetzt verdächtig nach Bosskampf aus. Ups. Jetzt? Ah. Ach, das ist der Griff für die Kugel hier. Alles klar. Doch noch kein Bosskampf, aber er war nervig genug, der Dekan, aber. Kette. Drücke X während du in der Luft bist und drücke X dann erneut, aber halt ist diesmal so lange es geht, drücke dann ein letztes Mal und ich. Ja komm, das ist wahrscheinlich ziemlich geil. Das probieren wir mal. Die Wasserfälle von Agartha. This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner. He has shown great resilience, but this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all his wits to find an alternative route into the heart of the city, where his destiny awaits him. Also ich finde den Soundtrack hier wirklich schön gemacht. Gefällt mir, muss ich immer wieder mal erwähnen. Ich habe die Leichen meiner Brüder auf der Suche nach Steinen geplündert. Wenn ich genug davon sammle, bin ich unbesiegbar. Diese Narren versuchen, die Welt zu retten, während ich bald dazu fähig sein werde, sie mit Hilfe meiner neu erworbenen Macht zu erobern.
Ich weiß, dass sich ein Lichtstein in der Nähe befindet und ich habe vor, ihn mir zu holen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Niemand. Wahnsinnige. So, wo könnte dieser Lichtstein sein? Kommt man da irgendwie hoch? Da oben glitzert es auch, also blinkt es auf jeden Fall. Das heißt, da können wir unsere Kette reinschlagen. Aber da kommt man erstmal hochkommen. Da geht's nicht weiter. Irgendwie kommt man da hoch. Die Frage ist wie. Spinnen können ihre Netze einsetzen, um über die Umgebung zu interagieren. Drücke Y, um das Netz auf ein schimmerndes Interaktionsobjekt anzuwenden. Werde ich jetzt die hier noch schnell erwürgen. Die Spinne hat einen Lichtmagiestein verlassen. Ne? Die liegen und heben ihn auf, indem wir während hinter uns. Aha. Ja, schön. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal die Folge beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Castlevania Lord of Shadow.